Tandem-Duo! Wir haben 7:30, so früh sind wir noch nie losgekommen. Ist gerade aufgebrochen. Die Sonne versucht sich durch die Wolken zu schlagen. Wäre cool, wenn sie es schafft. Da hinten regnet es aber. Da hinten vor uns regnet es. Da hinten vor uns regnet es. Ja. Aber von unseren Schlafsäcken ist heute Nacht alles trocken geblieben, staubtrocken. Ja, und jetzt fahren wir hier noch durch den Geonaturpark Frau Holleland. Soße auszugleichen. Doch, ich denke schon, dass sie gut drauf sind. Voll viele. Schöne Weide. Ja. Wir haben einen schönen Radweg. Kommen wir uns mal besuchen. Das ist aber schön. Da freuen wir uns. Ha? Alles klar. Sag noch mal was. Mäh. Nein. Durch Göttingen sind wir jetzt durchgefahren. Das war richtig cool, weil da gab es durch ganz Göttingen eine Fahrradstraße. Es ist super gut gelaufen und jetzt brauchen wir natürlich noch Wasser, weil so langsam müssen wir einen Zeltplatz suchen. Und
Jetzt haben wir einfach mal hier in so einem Fitnessstudio gefragt, ob wir Wasser abfüllen dürfen. Da Daniel jetzt schon eine Zeit lang drin ist, schätze ich mal, dass das auch klappt. Jo, die werden heute unsere Wasserspender anscheinend sein. Zu essen für heute Abend haben wir logischerweise auch schon alles parat. Jetzt schauen wir mal, wo wir bleiben. Ah, man sieht kaum was, aber egal. Wir haben einen Zeltplatz gefunden am Rand von einem Feld und wir vermuten, da hinten kommt eine Regenfront. Die ist ja schon angekündigt gewesen eigentlich für heute. Jetzt haben wir halt Abend, dann kommt sie halt am Abend. Umso besser, wir haben das Zelt jetzt schon ratzfatz aufgestellt. Dann sind wir auf jeden Fall im Trockenen, wenn es losgehen sollte. Ja, die Vögel ergreifen wohl auch schon die Flucht. Gute Nacht. Ja, gestern wurde es zu spät, um den Zeltplatz nochmal anständig zu filmen. Hier im Nirgendwo sind wir nur zwischen Felder. Heute regnet. Aber ja, unser Zelt hat uns natürlich richtig gut trocken gehalten. Wie man hier ja auch sieht, da steht schon richtig das Wasser drauf. Oder auch hier an der Seite, da hat man einen richtigen See. Da könnte man ein bisschen Kaulquappen züchten. Durchkommen tut auf jeden Fall nichts, dank Silikonbeschichtung. Echt top, muss ich sagen. Ja, und die Regenkleider sind vielleicht doch nicht ganz so magisch, wie wir dachten. Ja, heute nicht mehr. Aber so können wir sie jetzt wenigstens mal anständig testen. Gut, auf geht's. Ja, das Wetter ist heute sehr wechselhaft. Zwischen Sonne, Regen, Hagel. Vorhin hat es gedonnert. Haben wir hier heute alles irgendwie. Ja. Aber wir haben die Berge schon gut gemeistert. Jetzt ist eigentlich nur noch Hügellandschaft. Jetzt haben wir 1:15. Und wir haben noch gute 40 Kilometer vor uns. Yo. Zum Glück kommt der von hinten. Ja? Zum Glück kommt der Wind von hinten. Okay. Ja. Ein Auto, dann frei.
Da ist auch ein Radweg R1 angeschrieben. Noch mal was Dickes auf uns zu. Wir sind jetzt auf dem Sportplatz. Haben wir uns einfach verkrochen unter dem Dach, weil die Wolken sind schon echt dunkel. So, Regenwetter erfolgreich ausgesessen. Der letzte Berg hat es ganz schön in sich. Wir können uns hier immer so cool festhalten, müssen wir gar nicht absteigen, können Pause machen und dann weiterfahren. So, der letzte, allerletzte Berg. Yeah, geschafft. So, ich glaube, den letzten Regenschau haben wir jetzt abgesessen. Und das war es jetzt eigentlich auch schon von unserer zweiten Etappe, ja genau. Und danach geht es dann eigentlich erst so richtig los. Danach geht es eben Richtung Polen. Darauf freuen wir uns dann schon richtig. Die zweite Etappe war jetzt nicht ganz so hügelig wie die erste. Es waren auch weniger Höhenmeter. Und die letzten zwei Tage hatten wir auch keinen Akku mehr. Also der Strom war aus. Und es ging eigentlich trotzdem relativ gut. Trotzdem finde ich, es hat ein bisschen reingehauen, also die Oberschenkel merkt man schon. Ja, wir haben die letzten zwei Tage aber auch jeweils über 80 Kilometer gemacht, das ist schon echt viel. Ja, im Großen und Ganzen, was ich trotzdem gut finde. Ich. Ja, viele schöne Naturparks. Ja, das stimmt, ja. Glück mit dem Wetter eigentlich, jetzt der letzte Tag halt ein bisschen Regen, mein Gott. Eben, ja. Also, wieder gut gelaufen, wie immer. Finde ich auch, ja. So, jetzt haben wir nur noch 13, 14 Kilometer vor uns und das Wetter ist jetzt sehr schön. Schauen wir doch noch einen kleinen Blick auf den Tacho. Eben, also, das ist der Sigma ROX 4. Und ja, also der ist schon recht gut. Man kann ihn mit verschiedenen E-Bikes koppeln, mit Komoot. Dann kann man eben Karten draufziehen, dann hat man hier eine Navigation. Hier oben zeigt es dann die Meter an, wie weit zum Abbiegen und hier eben rechts, links, geradeaus Abbiegesignale. Das Problem, was ich nur festgestellt habe, irgendwie nach 250 Kilometer endet hier die Anzeige, die zwei. Und es ist nur noch die Karte da. Also man sollte, wenn nicht ruden, maximal 250 Kilometer machen und dann neu eben. Aber eben, jetzt haben wir noch 13 Kilometer vor uns oder 14. Gar nicht mehr so viel. 6,5 Grad insgesamt haben wir dann 387 Kilometer ungefähr. 397 Kilometer insgesamt. 2200 Höhenmeter. Jetzt ist es alles recht flach. In 22,5
Stunden ungefähr. 17,4 km/h Durchschnitt. Das ist echt diesmal gut ein. Jo. War ganz cool. Ja, und zu den Radwegen noch was. Wir haben festgestellt, jetzt so je nördlicher man kommt nach Deutschland, gibt es weniger direkt Radwege. Es sind halt dann mehr so Wirtschaftswege, Forstwege. Ja, aber jetzt geht es aber auch wieder viel. Aber ja, auch viel Straße, ja, das stimmt. Viel Straße auch, weil es einfach da keinen Weg gibt. Aber trotzdem auch recht viel. Schöne Wege, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Voll schön durch die Natur und so. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Also, wir sehen uns dann auf der Fahrt nach Polen. Jawohl. Bis dahin. Haut rein.